Hallo liebe Phoenix Budesport-Freunde, der Marco zurück mit einer neuen Folge aus unseren Technik-Videos bzw. Equipment-Erklärungen. Heute würde ich euch gerne das neueste Mitglied in unserer Dummy-Familie vorstellen. Ich nenne ihn gerne den Low-Kick Master und das führe ich zurück auf die Beinform, an der sich wirklich optimal das Low-Kick-Training ausführen lässt. Aber darauf komme ich dann später zu sprechen. Zunächst einmal zum Dummy an sich. In unserem Online-Shop ist der Dummy ab sofort erhältlich unter der Artikelnummer 100-BOC. Dort findet ihr auch weitere Informationen zum Artikel an sich, als auch Informationen zur Lieferung. Im Folgenden würde ich ganz gerne zunächst auf den Zusammenbau des Dummies eingehen und dazu muss ich ihn ganz kurz zerlegen. Also, ich bin gleich wieder zurück. So, ganz kurz ein paar Infos zum Auf- bzw. Abbau des Dummies. Eigentlich geht es recht einfach, es sind nicht viele Teile, die zusammengebaut werden müssen. Der Dummy kommt in vier Teilen, der Torso, die Beine und jeweils die Platte für die Füße. Unter den Füßen haben wir noch Saugnäpfe, die sind zum Teil schon angebracht, müssen noch einige angeschraubt werden, aber auch das ist sehr einfach, recht schnelle Arbeit. Ganz kurz zum Torso, der wird einfach aufgesteckt und dementsprechend danach auch wieder abgezogen. Ist ein relativ simples System. Einfach den Torso aufstecken, einrasten lassen. Er kann hinten nochmal mittels einer Schraube fixiert werden, hält aber auch eigentlich ohne die Schraube sehr gut. Ich empfehle natürlich, ihn mit der Schraube zu fixieren. Unten die Füße werden auch mit vier Schrauben und Muttern angebracht, fixiert. Auch das relativ simpel. Ihr seht hier unten mittels der Federung ist der gesamte Dummy dann auch ein wenig mobil auf den Platten, kann das auspendeln, ausfedern. Und dann noch einmal ganz kurz zu den Füßen an sich, verliere ich fast noch das Gleichgewicht. Ihr seht unten drunter die Saugnäpfe, die werden angeschraubt und diese sind halt optimal, um den Dummy auf einem Hallenboden oder Parkett und ähnliches zu befestigen. Auch dort ist er dann sehr standsicher. Auf einem normalen Mattenboden empfehle ich, den Torso dann doch vielleicht auf einer Platte anzubringen, ihn wirklich fest zu verschrauben, sprich eine USB-Platte oder ähnliches mit etwas mehr Länge nach hinten. Das ist halt der Tipp, wenn ihr den Dummy dann doch länger auf einem Hallenboden nutzen, auf einem Mattenboden nutzen wollt. Da wäre es sicherlich deutlich besser, ihn vielleicht dann doch mit Schrauben auf einer Platte zu fixieren. A, wandert er nicht so viel hin und her und B, auch bei härterem Kontakt von vorne wird er sein Gleichgewicht nicht nach hinten verlieren. Das ist der Tipp dazu. Ansonsten ist dieser Dummy wirklich ein hervorragendes Gerät, um ihn in einer Halle zu nutzen, die einen normalen Hallen- oder Parkettboden hat. Wenn ihr dort nicht in der Lage seid, irgendwie zum Beispiel einen Sandsack Heavyback zu befestigen, oder halt irgendwelche anderen Trainingsmöglichkeiten an der Wand anzubringen, zum Schlagen treten, ist dieser Dummy dann sicherlich die optimale Wahl. Für weitere Informationen dazu könnt ihr uns gerne kontaktieren. Die üblichen Kanäle, Facebook, E-Mail, Telefon, wir sind da jederzeit für euch da und stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wie gesagt, die letztendlichen Informationen zu den Versandkosten findet ihr im Shop beim Artikel 100-BOC. Unser neuester Dummy im Sortiment. Meines Erachtens nach ist er der optimale Partner für die Low Kicks. Werde ich gleich noch mal ganz kurz demonstrieren. So, zum Abschluss dann noch ganz kurz ein paar Demonstrationen, was die Low Kicks anbelangt, dass der Dummy da auch wirklich hält, dem Stand hält und gut stehen bleibt. Also ist wirklich optimal, um dementsprechend die Tritte, was den Innenschenkel anbelangt und außen zu üben, recht wieder standsfähig, will da auch irgendwie gar nicht aufgeben, da geben glaube ich eher meine Beine auf. Auch sonst ist es noch ein recht guter Dummy, aber ein sehr, sehr hartes Material, finde ich optimal für ein sehr intensives Training, doch für die etwas Fortgeschrittenen unter euch, aber das müsst ihr wie gewohnt selbst austesten, da müsst ihr selbst die Erfahrungen machen, denke ich. Und ich finde es ein Top-Produkt. Gewohnt, das war der Marco für euch, Phoenix Budesport, Qualität zu fairen Preisen. Bis zum nächsten Mal.